Liebe Freunde, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Liebe Freunde aus nah und fern, willkommen zu unserer Friedensdemonstration. Naumburg zeigt Gesicht. Gesicht für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Wir demonstrieren heute erneut für unsere Zukunft. Denn sieht und hört mal die Äußerungen unserer politischen Führung und deren Politagitatoren sowie den zugehörigen angeblichen Experten, ist klar, dass unser Land damit die Zukunft von uns allen weiter mit Vollgas an die Wand gefahren wird. Die verkündeten Botschaften kommen aus einer anderen Welt. Die Botschaften werden von einer lebens- und realitätsfernen Gemeinschaft von ungebildeten Totalversagern geäußert. Es wird von grünem Stahl, Energiewende, Elektromobilität, Gebäudedämmung, Heizungsanlagen fabuliert. Doch sieht man die Realität, sieht man sich im Land um, gibt es weder genügend Handwerker, genügend Material, noch irgendeine Sicherheit, die einen klar denkenden Menschen zu solch großen Investitionen veranlassen könnte. Erst waren die Dieselfahrzeuge das Maß aller Dinge, wurden gefördert, dann verteufelt und später aus den Innenstädten verbannt. Genauso lief das mit Gasheizungen, mit der Landwirtschaft, genauso läuft es mit allen Dingen, in denen die Ökosozialisten ihre Hände im Spiel haben. Aber den unverantwortlichen Handeln dieser Akteure und deren wirren Ideen dürfen wir nicht zu viel Raum geben. Die Konsequenzen ihrer Unfähigkeit werden ihnen bald von selbst vor die Füße fallen. Deshalb sollten wir uns einfach darüber lustig machen. Unser Darsteller des Wirtschaftsministers gibt mit unglaublicher Infantilität Tipps zum Energiesparen an die Bevölkerung. Weniger Raumtemperatur, weniger Hygiene. Mit solchen Tipps wird ganz sicher unsere Industrie einen vom Tippgeber selbst verursachten Lieferstopp russischen Gases sehr gut überleben. Des Weiteren werden nur die nächsten 4 Jahre schlimm. Das kennen wir vom realen Sozialismus, bei dem auch nur die ersten 200 Jahre schlimm sind. Wertvoll sind auch die Tipps unserer sprachgewandten Außenministerin. Die Supermärkte sollten doch ihre Kühlzellen einige Grad weniger kühlen, um damit einen Blackout zu verhindern. Aber, falls das nicht klappen sollte, gibt es hier noch die Kobold in den Batterien. Und das Netz ist der Speicher. Daran wird geforscht. Was soll jetzt noch passieren? Diese Maßnahmen, so wird propagiert, dienen nur dazu, Putin zu ärgern. Also soll er sich anscheinend totlachen über die grenzenlose Dummheit unserer Politiker. Das scheint die neue Strategie in der deutschen Russlandpolitik zu sein. Eine, wie ich meine, sehr riskante Strategie, denn Lachen ist gesund, falls die Strategie nicht aufgehen sollte. Bei den Leuten kann man nicht mal lachen. Trotz ihrer unschlagbaren Argumente scheint diese unheiligen Gemeinschaft langsam zu schwanen, dass die Folgen ihrer unfehlbaren und alternativlosen Politik zu ungeahnten sozialen Verwerfungen und Protesten der Bevölkerung führen werden. Zum Glück ist diese Regierung personell so gut aufgestellt, dass die radikale Innenministerin sofort einspringen konnte. Sie hat schon mal alle zukünftigen Demonstranten prophylaktisch dem rechten Querdenkerlager zugeordnet. Eine Diskussion über den Einsatz der Bundeswehr im Inland gegen das ungehorsame Volk wurde vorsichtshalber auch schon angestoßen. Betriebskampfgruppen wie in der DDR aufzustellen, um konterrevolutionären Subjekten Gebühren zu begegnen, wäre eine Option. Da
Ja, aber nicht genau bekannt ist, ob es demnächst überhaupt noch Betriebe oder Firmen in Deutschland geben wird, ist es dann doch klüger, darauf zu verzichten. Dank weiterhin gültiger einrichtungsbezogener Impfpflicht und des erheblichen Personalmangels wird es ganz sicher gelingen, den Trend der letzten Jahre folgend, weitere Krankenhäuser und Pflegeheime zu schließen. Aber warum auch nicht die ganzen wegen Gas- und Ölmangel entlassenen, gut ausgebildeten Fachleute sollen sich zu Hause nicht langweilen. Denn sollte mal Strom da sein, sind dank Dr. Google oder eines Anleitungsvideos unseres kompetenten Gesundheitsministers kleine Operationen auf dem heimischen Küchentisch kein Problem mehr. So kann doch noch alles gut werden. Denn ich war eine Zeit lang der Meinung, diese Amateure wollen Deutschland zu einem Entwicklungsland machen. Ich habe mich getäuscht. Das Niveau eines Entwicklungslandes ist mit dieser Führung zu hoch gesteckt. Es wird wohl eher die Steinzeit werden. Bei der Lösung der vielen selbstgemachten Probleme wünsche ich mir mehr Kreativität bei den Verantwortlichen. Am besten im Umfang der innovativen Genderforschung, die unser Land, die Welt und wahrscheinlich auch das Universum voranbringt. Immerhin konnten schon über 60 verschiedene Geschlechter des Menschen ermittelt werden. Genauso sinnvoll wäre es jetzt, mit der ernsthaften Forschung für ein Perpetuum mobile zu beginnen. Jetzt, wo alle Naturgesetze keine Gültigkeit mehr besitzen und nur noch das Bauchgefühl zählt. Und gesellschaftlich muss endlich der wahre Sozialismus auf den Weg gebracht werden. Denn alle, die es vorher versucht haben, waren einfach nur zu dumm. Um noch mehr zu sparen, könnte veranlasst werden, beim Hausbau auf Fenster, die sehr materialintensiv sind, zu verzichten. Das Licht kann nach bewährten Beispiel aus Schilder mit Säcken ins Haus gebracht werden. Und wenn die Säcke beim Lichtsammeln schön in die Sonne gestellt werden, hat man neben dem Licht auch noch Wärme im Haus. Und das wäre sicher der Anfang eines neuen großen Industriesektors. Ähnlich wie bei der Energiewende und Elektromobilität würde uns die Welt mit ungläubigem Staunen folgen. Es ist so einfach und praktisch, einfach für mehr Innovation zu sorgen, die neben dem großen praktischen Nutzen für unser Land auch noch unseren Ruf im Ausland erheblich verbessern. Meine ausländischen Freunde witzeln, jetzt wird die größte Irrenanstalt der Welt gebaut, Deutschland wird überdacht. Außerdem wurde jetzt 4 Jahre nach der deutschen Einheit herausgefunden, warum es in der DDR keine Grünen gab. In der DDR war Bildung Pflicht. Ich danke euch und wünsche uns eine wunderbare Demonstration durch die Neuenburger Altstadt. Anschließend wird mit offenem Mikrofon. Also, Vollgas!